Wir wollen. Was ist das? Kohlenstoff? Nee. So ein Gas, oder? Ist ja Gas angezeigt gewesen. Nee. Aber C ist doch Kohlenstoff. Hier geht der Wind. Wind. Und Punktlandung. Yeah. Carbonate sind's. Carbonate. Ziemlich geile Ausbeute. Eins noch? Autsch. Jawohl. Dankeschön, Dankeschön. Und weg. Sehr schön. So, gern ich noch weiter mitschauen würde. Ich muss leider. Okay, dann wünsche ich dir noch viel Spaß und eine angenehme Nacht. Dankeschön, Nachtspion. Dankeschön. Dir auch noch eine schöne Nacht. Wir sehen uns dann am Freitag zu Deponia. 23 Uhr. Hast du eh schon einen Kanister? Dann macht er auch einen zweiten nix. Genau, so mal gedacht. Was soll schon passieren? Ist ja wurscht. Was soll schon passieren? Hier ist die Brücke, da sieht man auch nix. Ich dachte gerade, man sieht vielleicht sogar den Container. Nee, da sieht man auch. Da sieht man was anderes. Da sieht man keinen Container. Ressourcen. Bis Freitag! Bis Freitag, Nachtspion! Schön, dass du da warst! Voll cool! Ich werde mir hier Treibstoff auffüllen. Das ist alles für EM. Ja, das ist voll. Passt. Bei Tiere. Hier steht auch nichts rum. Was ist das? Hier ist ein Fleck. Hm. Die Miri hat Verbrennungen. Ach, die ist Landemodulpilot. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich nicht. Okay. Labor. Hm. Da ist er. Der Treibstoffcontainer. Mit den Tentakeln. Und der da? Genauso. Okay, das hier ist eine biologische Probe von Marsilea Carolina. Wir könnten uns mit dem Triebwerk einen Grill basteln. Oh ja, Hauptsache es gibt mal was anderes als Proteinbrei. Essen, nom nom nom. Glaube ich nicht. Ich hätte nichts gegen einen kleinen Snack. Mhm, die wollen auch essen. Faszinierend. Aber kann ich mich jetzt nicht ablenken lassen. Okay, also... Es ist nicht die beste Idee, irgendeine Pflanze zu essen. Das wäre echt tödlich für uns wahrscheinlich. Das lassen wir. Okay. Weg. Wir hauen ab. Wir haben hier alles gesehen. Das Freundschiff ist uns wurscht. Wir hauen ab. Wir springen. Yeah! Batz! Und weg. Gut, dann können wir jetzt halt in die andere, das andere Sonnensystem springen. War denn das hier? Ach ja, das war das, genau. Da hinten unten ist noch Alpha Leonis. Gibt es Gas, Gas und Mineralien? Die brauchen wir nicht. Margaret. Metall, Metall, Gas, Gas. Metall, Metall. Man sieht bloß, wo es herkommt. Hm. Wäre auch ganz cool. Beta, Cassiopeia, Mineral, Gas, Gas, Gas. Wir sind jetzt hier, da oben ist Xingsu. Da ist das ganze Metall. Das ist geil. Das ist das, Gas, 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 okay. Wir springen dahin. Ich springe dahin. Dann springen wir nach Inif. Ja, spring nach Inif. Und dann zu dem Tor da oben. Oder zu dem Tor, könnte man auch. Händler auffüllen, Reparaturen, Shop. Es ist eine befreundete Rasse sogar. Ich glaube, ich möchte dahin. Da gibt es sogar zwei Tore. Hier und hier. Krass. Wow, okay. Ich glaube, ich möchte hier unten hin.
Wir sind echt zwei Händler nebeneinander. Krass. Okay. Dann erstmal dahin. Da gibt es einen Haufen Ressourcen. Da können wir uns erstmal bedienen. Ich glaube, das ist ziemlich geil für uns. Können wir ordentlich auffüllen. Ich freue mich jetzt drauf. Gibt dreimal Metalle. Das ist jetzt sehr hilfreich. Was man auch immer machen könnte, ist, dass man halt so Sachen wie Gas oder wie Metalle verkauft und für den Preis im Endeffekt günstiger kommt, wenn man bei Schiffswerft die Außenhülle reparieren lässt. Das geht auch. Es würde sich halt lohnen, wenn man richtig viel beschädigt ist. So wie jetzt. Naja, ein Viertel vielleicht. Wo sind wir denn? Da hinten sind wir. Wer ist denn das, der hier kommt? Oh, wer ist denn das? Wer bist denn du? Jetzt bin ich gespannt. Aha. Ich kenne ja schon. Was? Nein, ihr gehört. Ach, genau, die Aluhutträger. Was? Nein, ihr gehört zu denen, richtig? Euch ist endlich klar geworden, was ich weiß. Ihr seid hier, um die Wahrheit zu vernichten. Antwortet mir. Ich erkenne euer wahres Gesicht, ihr Sklaven der Unterdrücker. Antwortet mir. Also, ich habe schon versucht, dass ich auf Yard wirke. Das ist scheiße. Dann jagt er uns und vernichtet uns. Deswegen, nein. Nein, aber. Ah, ich bin kein Narr. Nein. Ist das nicht genau das, was die Sklaven der Unterdrücker sagen würden? Ja. Nein. Keine Ahnung. Nein. Aha, er gibt also zu, Sklaven der Unterdrücker zu sein. Bauern im großen Spiel der Augenblick. Aber ich hab gesagt. Und dann, aber wenn ihr in dem Fall. Aha, alles klar. Ich werde euch auf die Probe stellen. Nehmt ihr diese Broschüre über die echte Wahrheit hinter unserer Galaxie der Lügen an? Ja, Verschwörungstheorien und verrückte Ansichten. Das ist aber irgendwas mit den Misurani. Seht ihr das? Das ist hier so eine Ranke. So eine Pflanzenranke. Wir nehmen sie. Ihr habt angenommen, dann könnt ihr keine Sklaven der Unterdrücker sein. Sonst würdet ihr bereits all ihre Geheimnisse erkennen und kein Interesse haben. Okay. Aber falls ihr es nicht seid und ihr angenommen habt, dann müsst ihr an den echten Geheimnissen der. Es sei denn, aber. Moment. Nein! Ja, willkommen, Kameraden der Realitätsfindung. Endlich. Es ist so lange her, dass ich hier draußen Gleichgesinnten begegnet bin. Unter uns. Ich glaube, die Unterdrücker haben allen erzählt, dass ich nur so ein Verrückter bin. Ha! Sollen sie euch die Lügen verbreiten? Okay. Gehen wir ins Labor. Broschüre. Bin momentan mit dem Steuern des Schiffes. Okay. Schubdüsenleitsysteme voll funktionsfähig. Überwachen Schildmodulation. Kenne die Umgebung. Okay, die können jetzt gerade das Ding nicht lesen. Egal. Fragen. Fragen über. Moment. Jemen. Misurani. Unbedingt Misurani fragen. Woher der Schwarm gekommen ist? Vielleicht ein schiefgelaufenes Experiment? Vielleicht ist den Kascher langweilig geworden? Den Kascher? Wer sind die Kascher? Keine Ahnung. Zeigen. Marcelinia Carolina. Okay, sie haben keine Zeit. Sie könnten, nein, sie tun es, sie beobachten uns jetzt in diesem Augenblick, wird jede unserer Bewegungen überwacht, jedes Wort kontrolliert, okay. Rüsselstein? Ja, okay. Er will nicht. Fragen über Gerüchte vielleicht? Oder frage ich sie über die Reef? Der wird davon nichts wissen wollen. Ich frage über Gerüchte. Okay, er hat keine Zeit zu reden.
Es sei denn natürlich, ihr habt etwas zum großen Kreuzzug der Wahrheit beizutragen. What? Was redest du da? Preisen. Wir preisen die. Wie heißen die? Alvisent. Nee. Subek. Die heißen Subek, oder? Genau, Subek. Wir preisen sie. Ja, okay. Interessiert die nicht. Dann nicht. Auflegen. Tschüss. Bleibt wachsam. Alles klar. Und tschüss. Gehen wir nicht in den Weg, Alter. Ich werde ihm fast reingefahren. So. Ja, jetzt haben wir nur Alien-Rasse kennengelernt. Eine Verschwörungstheorie-Alien-Rasse. Aber irgendwas... Hier steht eine Broschüre drin mit dieser Dings, mit den Miserani. Ich möchte jetzt sofort reinschauen. Ich möchte diese Broschüre lesen. Es scheint wohl überall in der Galaxie Bekloppte zu geben. Zoe könnte bestimmt einen ganzen Film darüber drehen, okay? Okay, die wollen alle nichts lesen. Okay. Dann nicht. Dann egal. Hier kommt noch mehr Alien. Die kommen auf uns zu, die sind schon Abfangkurs. Wer ist denn das? Alle bei mir jetzt gerade. Okay, der ist weg. Egal. Ah, Kuthast, Herold. Strahlung, Strahlung, Strahlung. Weg hier. So. Hier ist ein nicht so schöner Planet. Ich glaube, da können wir nicht so geil fördern. Mal gucken. Hohes Risiko. Metall und Gas. Ja, macht nichts. Ist nur einmal Metall drauf. Aber Gold ist drauf. Gold ist drauf. Egal, wir können das nicht machen. Wir können das nicht machen. Risikoreich. So, und hier ist noch der nächste Planet. Ein riesiger Planet. Ein riesiger Planet. Geil. Hohes Risiko. Du wirst mir verarschen. Schon wieder. Ja, nur Gase. Das ist noch okay. Ich brauche gerade keine Gase. Aber so ein Hitzeschild wäre schon geil. Habe ich echt kein Hitzeschild auf meinem Landemodul? Das gibt es ja nicht. Alle aber Hitzeschild. Minus 50% Hitzeschaden. Mehr geht wohl nicht. Deswegen hat die immer noch Verbrennungen gehabt. Okay. Das wusste ich nicht. Naja. Dann fliegen wir jetzt mal rüber zu dem anderen Planeten. Ist es der? Doch, das ist der. Da wollen wir hin. Stop. Stop. Da wollen wir lang. Nicht in den Planeten, bitte. So, genau da. Geringes Risiko. Temperatur sengend. Sengende Hitze, okay. Mineral und... Also Eisen und Silikate sind drauf. Ja, immerhin. Immerhin. Da wollen wir hin. Ein bisschen mehr Metalle wären schon geil gewesen. Hitzewarnung. Wieder. Echt sengende Hitze. Krass. Ja, scheiße, die wird gleich wieder Verbrennungen haben. Das ist nicht so cool. Stopp. Doch nicht so freundlich auf dem Planeten, kann es sein. Und? Punktlandung? Punktlandung. Yes. Beben. Und Winde. Okay.
Das sieht gut aus. Oder auch nicht. Ja. Und weg. Puh. Okay. War gar nicht mehr so einfach. Wir haben jetzt Silikate. Das Metall holen wir gleich noch. Aber es war zu heiß. Es war zu heiß. Wir mussten weg. Und ich denke nicht, dass der Sprit gereicht hätte für die ganze Aktion. Deswegen, wir gucken mal eben hier drauf. Jo, wir haben jetzt ohne Ende EM. Ohne Ende. Sehr geil. Nicht schlecht. So. Landen. Dann einmal noch. Wir brauchen Metalle. Es ist ganz schön heiß. Es geht aber anscheinend gerade so. Und zurück. Scheiß Eisen. Hitzewarnung steht, aber anscheinend geht's gerade so. Aber die Erdbeben sind schon gar nicht so schlecht. So. Eisen. Gib mir Eisen. Der Länder hat sich verschoben. Hat sich hinter den Horizont verschoben. Willst du mich jetzt verarschen? Really? Garten von 100 Credits angerichtet? Really? Also geil. Außenhülle beschädigt, aber volle Kanne, Alter. Okay, das ist ja heftig. Wir müssen unbedingt zur nächsten Schiffswerft. Ich kann so nicht landen. Das ist mir zu heftig. Wir könnten jetzt das Ding ein bisschen reparieren, aber das bringt ja fast nichts. Das bisschen Eisen, das wir jetzt haben. Boah. Das ist heftig, echt. Das Spiel ist so schwierig. So, haben wir jetzt eigentlich alles erkundet? Ich glaube schon. Weg hier. Wir springen jetzt weg. Und dann geht's weiter zu einem nächsten Metallplaneten. Beziehungsweise wir fliegen zur Schiffswerft und schauen, dass wir ein bisschen Metall bekommen auf dem Weg. Aber wir sind jetzt hier in Qingzhou. Hier ist Enif, da wollen wir eigentlich nicht hin. Da gibt es bloß Gas. Ein bisschen Metall. Eisen. Hier ist Mineral, Metall, Kupfer. Aber gar nicht so schlecht. Wir wollen aber hier unten hin. Hier gibt es nur Gase. Nein. Nein. Egal, wir müssen da hin. Ich habe gesehen, da unten ist ein tolles Tor. Da müssen wir hin. Zu den... Wir sind die Klebe... Ein Cleef oder so. So, wir fliegen jetzt einmal um die Sonne rum. Währenddessen tanke ich mal auf. Die M-Raffinerie. Das hier. Das hier. Passt. Okay. Das Misurani-Freundschiff. Sehr freundlich. So, dann einmal drumherum. Fliegen wir genau auf den Planeten zur. Verpiss dich, Freundschiff. Verpiss dich.